Verstörung stiften. Ah. Oft fragt man mich, schnell weg. Warum haben solche Irren so unglaubliche Kräfte? Warum nicht jemand wie Sie, Jonah? Tja, ich habe schon überlegt, mir durch... Endstation! Endstation Sehnsucht. Der echte Proof sitzt hier. Folge zurück in die Knarre! Entlass ihn da runter! Ich habe Verrat von dir! Oh mein Gott! Ich hol dich runter, Spinne! Und deswegen habe ich nur einen Führerschein gemacht. Und wegen des Netzschwingens. Hallo? Mir hat heute jemand geschrieben, voll geil. Also ich vorher die Spider-Man-Videos eingestellt habe, wo ich den... wo ich den Schnäuzer schon so habe. Mein Gott, war ich fertig, ey. Muss die ganze Zeit weggucken. Hab ich einfach fertig gemacht. Ich bin ja kein Franzose. Mir wurde heute mehrfach gesagt, ich sehe aus wie ein Italiener. Deshalb weiß ich schon, wie nächstes Jahr ein Luigi-Cosplay aussehen könnte auf der Gamescom. Und jeder wird's glauben, ey. Auf mich schon unter Schuld und Fähigkeit? Officer unter Scharfschützenfeuer. Der Ort ist Keyport. Bitte bestätigen. Ich brauche einen Schuss. It's me, Luigi. Ich habe Sex mit Peach, wenn Mario sie sucht. Zusammen mit Toadbart. Ich erwische dich da oben oder hier. Vielleicht bleibt ihr nächstes Mal einfach im Knast. Wird uns viel ersparen. Ich muss sie ausschalten! Du dämlicher Wichser, ey. Das ist so geil. Übrigens, wo du das gerade erwähnst, 80er-Jahre-Proof.
Weil ich habe heute wirklich beim Spazieren jemanden getroffen, der mich kennt und meinte so, was ist mit dir passiert? Ich so, ich war krank, hab die ganze Zeit Magnum geguckt. Und das ist mein größter Held. Das Problem eigentlich an der Stage hier ist gerade einfach, dass die sind alle an scheiß Positionen, sonst hätte die Sache hier schon komplett gegessen. Na, der Perfektion. Wütende Fäuste abgeschossen, war nämlich die letzte Faustherausforderung. Moment, hier unten war auch noch ein Labor, oder? Nee, das war fertig. Die waren auch alle fertig. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich beim Durchlauf dieses Spiels so viel fertig mache auf der Karte. Ich habe aber einfach noch so gedacht, ach komm, diese Spider-Man mal eben die Story durch. Darauf geschissen auf den ganzen Rest, ey. Siehst du ja, wie gut das funktioniert. Dann bist du doch dran und zu sagen, ja komm, mach mal doch hier. Verfügbare Einheiten. Wir erhalten Meldungen über Ausschreitungen. Verfügbare Officer, bitte zum Theaterviertel. So, worum geht's hier? Auf dem gesamten Times Square wurden gerade neue energiesparende LED-Leuchtreklamen installiert. Die werden eh abgeschaltet. Haben keinen Strom mehr. Sie sind wunderschön und unglaublich kompliziert. Durch eine regelmäßige Wartung kann man sie gut in Schuss halten. Aber Oscorp war nie gut darin, etwas routinemäßig zu warten, wenn es keinen Profit bringt. Totaler Unsinn. LEDs brennen einfach aus mit der Zeit. Wir stellen hier überall energiesparende LEDs. Da kannst du Wartung machen, so viel du willst. Die Station überwacht ihre Arbeit. Ich hoffe, sie spart genug Geld ein, damit Oscorp das Programm weiter unterstützt. Typisch. Oscorp hat die technischen Daten ignoriert und die Spannung an den Anzeigetafeln erhöht. Wenn ich das nicht repariere, explodieren sie. Das ist mir so wie meine Menschen LED. Werden verletzt. Und das ist das Ende dieser Station. Meine Elektronetze versetzen den Monitoren einen Schlag und sie fahren herunter. Und ich habe nur wenig Zeit. Bin ich sicher, welche Monitore der von mir will. So, die Schildermalerei könnte man wieder einführen. Irgendwann wird es eine Anzeigetafel von mir geben. Und da steht nicht Landplage drauf. Das Ding hier übrigens ist so vom Tourismus übersät. Times Square. Ist einfach nicht mehr schön. Puh, die Gefahr ist vorbei und jetzt müssen die Anzeigetafeln korrekt eingestellt werden. Ich vermisse den Doc mit knallroten Haaren. Das ist also wenn ich knallrote Haare mache. Vielleicht ist also die Station aus dem Schneider. Ohne Scheiß, das geht nicht mehr. Also ich kann nicht mein Leben lang Single bleiben, Leute. wenn ich knallrote Haare nochmal mache, da war ich wirklich nur für eine Asiatin fickbar. Die kam damit irgendwie klar. Aber jeder andere Mensch hat gesagt zu der Zeit, boah nee, ey. Und ich mache nicht jeden Scheiß mit. Ich bin bei ganz vielen Sachen gehemmt aufgrund meiner Ängste. So viele Ideen immer, die ich nicht umsetze, weil ich mir wirklich Gedanken mache und denke so, boah, nee, das kannst du nicht bringen. Und da bin ich schon ganz oft so gewesen, dass ich mir mal irgendwas aufgeschrieben habe, es hat Jahre später irgendjemand anders gemacht. Und das war dann wirklich erfolgreich.
Aber so ist das halt. Manchmal wird es halt einfach selbst ausgebremst von dir. Findet es sonst noch jemand verdächtig, dass dieser Rhino immer Gebäude niederreißt und Straßen zerstampft und jemand dann für die Sanierung Geld kassiert? Dein Bart sieht aber auch nach 80er Jahre Porno aus. Ja, richtig, Hot Tubes. Ich habe theoretisch zuerst in der Badewanne gehockt. Es war nur kein Wasser drin. Nämlich damals beim Stream zu Outriders. Und er hat wahrscheinlich Amorant bei mir reingeguckt und hat gesagt, dieser deutsche YouTuber mit Bande, das mache ich auch. Nur ich habe keine Lust zu frieren. Also hole ich mir einen Hot Tube, was einfach für meine Region normaler ist. In diesem Labor hat die mich einfach kopiert. Jede Verunreinigung wird sofort gemeldet. Ich wollte es selbst überprüfen, aber man hat nie genug Zeit. Ich erinnere mich noch, als du dir letztes Jahr meinen Namen mit Edding auf die Stirn geschrieben hast. Das war aber abwaschbare Liner für Wenn ich sie nicht vernichte, gelangen sie in unsere Nahrung. Ich habe in Harrys Labor ein Virus entwickelt, der sie angreift. Aber ich brauche eine Probe der Algen. Ich muss zum See, sofort. Ich nenne das meine Ich habe irgendwo eine Ader bei mir, die war verschlossen, ist aufgegangen. Und plötzlich habe ich sowas wie so einen Drogenexzessabend. Erledigt. Ich muss die Zellwände aufbrechen. Und das geht auf die Schnelle nur mit Schwerkraft. Auf die Schnelle kann ich Schwerkraft nur erzeugen, wenn ich von weit oben runterspringe. Das höchste Gebäude hier ist Oscorp. Ein Labor wäre geeigneter, aber ich habe keine Zeit. So, ich soll drauftauchen. Es gibt unzählige Pollendarsteller, die wahrscheinlich diesen Bart hatten. Geschafft! Jetzt nur noch einmal! Ich bin nicht scharf auf ein zweites Mal! Aber ich muss wohl. Nicht tief genug. Da gehe ich halt oben auf Oscorp. Es ist halt einfach so lächerlich, für irgendwelches Geld seinen Körper zu beschriften mit Namen von Leuten. Was ist das hier? Ist das neuen Live? Komme ich nicht klar drauf. Das war gut. Wenn ich mich nur nicht übergeben muss. Ich muss zurück zum See und das hineingeben. Der heißen Asiatin, hallo, die hat einen Namen, die hieß Yitty. Und ich habe keinen Kontakt mehr mit der, weil China seit Corona dicht ist. Könnt ihr vergessen. So. Ich habe mit einer Freundin, die in Deutschland ist, gesprochen. Es greift normale Pflanzen nicht von ihr an. Und die meinte, die hat auch seit Corona Anfang, hat die keinen Kontakt mehr mit der. Eine Baulücke. Einfach nicht möglich. Ich hatte nur noch mal Kontakt mit ihr, wo sie aus China raus war für einen kurzen Zeitraum. Weil sie in Thailand war zum Urlaub. Deshalb, wenn ihr euch hier vorstellt, immer Deutschland ist ein Sicherheitsstaat. Und hier hat man ja keine Rechte. Ohne Kackgeld. Nach China. Könnt ihr euch mal angucken, was da los ist, ey.
Lass mich raten, ihr könnt alle nicht schwimmen. Schlägerumhorn hat was. Und Yeti war leider sehr traurig, als wir uns getrennt haben. Aber die... Ein bewaffneter Überfall wurde gemeldet. Die war hier nicht glücklich. Und das schaust du dir auch nicht ewig an. Da könnte man nicht so egoistisch sein, sie hier zu behalten. Damals. Und sie hat ja auch geheiratet, dann Chinesen. Ist ja auch alles gut gelaufen für sie. Aber hier in Deutschland war die einfach nicht happy. CN10 gemeldet. Möglicher Drogenhandel. Alle Officer bei Feuerwache. Bitte bestätigen. Ich wünsche dir, dass du eine Freundin findest und glücklich wirst. Dankeschön. Also theoretisch habe ich auch jemanden gefunden, aber ich will ja noch nicht so übertreiben. Weil man sich kennt, man kennt sich erst seit. Kontrollpunkt sicher. Achtung. Hochgradig umkämpfter Bereich. 4 Wochen, 3 Tage oder so. Auf jeden Fall über 4 Wochen. Die präzise Aufzeichnung von Stürmen ist schon lange eine der wichtigsten Disziplinen der Meteorologie. Ein Riesenproblem ist die Größe der Datensätze. Du hast jemanden gefunden mit dem Bart. Ich kann dir die Reaktion sagen auf den Bart. Diese Station analysiert Gewitter und dient als Ausfallschutz. Die Reaktion war, ich feiere das voll. Aber wir müssen uns einig sein, der muss ab. Ihre Datenbanken auslöschen. Wenn Gefahr droht, übermitteln sie automatisch ihre Daten an Oscorp Server. Ich habe gesagt, da bin ich bei ihr. Für immer bleibt der Bart nicht so. Ein Sturm zieht auf. Und der automatische Transfer klappt nicht. Keine Zeit, einen Code zu schreiben. Ich muss die Knotenpunkte manuell verbinden. Dann muss ich oben auf dem Oscorp-Gebäude die Empfänger ausrichten. Der erste Knotenpunkt ist über meinem Kopf. Okay, die Linsen müssten die anderen Knotenpunkte in Rot anzeigen. Geschafft. Ich muss weitere Verbindungen herstellen. Mann, es wird heftig hier draußen. Damals auf Hitbox war jeder... Ja, damals auf Hitbox haben wir auch eigentlich fast nur Multiplayer gespielt. Das ist natürlich was ganz anderes. Geschafft. Oh oh. Die Energie der Empfänger lädt mich positiv auf. Das bedeutet, dass ich Blitze anziehe. Meine Ladung steigt. Beeilung, sonst trifft mich der Blitz. Aber Hitbox war schon eine lustige Zeit. Waren noch andere Zeiten. Ja. Kann ich einem Mann noch sagen, dass er schwul ist, ohne direkt vom Internet verurteilt zu werden. Weil ich recht hatte, er war schwul. Noch eine. Ein echter Grund zu feiern. Die Anzugisolierung schützt ein wenig, aber oft darf ich nicht getroffen werden. Hitbox TV war damals ein Konkurrenzprodukt zu Twitch und YouTube-Streaming, aber Hitbox ist leider platt gegangen. Beziehungsweise Hitbox ist theoretisch verkauft worden, wurde dann irgendwie was anderes, ist dann irgendwie auch in Mixter mit eingeflossen damals durch irgendwas. Also einen ganz komischen Weg gegangen als Plattform. Die Natur ist unglaublich, vor allem wenn sie mich vernichten will. So weiter sah, weiß gar nicht, ob der eine Welpencam hatte.
Also ich weiß, dass er eine eigene Cam hatte zwischendurch mal. Ich weiß nicht, ob das im Weltenalter war. Hast du denn Schnörre? Es ist ja mega. Das ist nicht die Reaktion, die ich hervorrufen wollte. Ach verdammt, die Verbindung wurde nicht aufgebaut. Naja, wäre schon ein cooles Markenzeichen als YouTuber. Oder Streamer. Das ist der Typ mit dem Pornoralle-Schnörres. Auch fertig. Ja, YouTube kann halt nebenbei das Streaming einfach machen, weil die haben das Streaming live ja vorher schon immer gemacht. Die haben das dann in YouTube Gaming umbenannt. Obwohl du halt schon immer in der Lage warst, auf YouTube zu streamen, auch als Twitch noch JustinTV hieß und sowas. Aber es wurde halt nie für Gaming ausgebaut, es war ja eher für Live-Events gedacht. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, als habe das. Das Geile an YouTube ist ja eigentlich, dass du kannst ja YouTube mit jeder Bitrate befeuern, während Twitch dich da immer noch, sag ich mal, sehr eng stellt. Auch wenn viele, die keine Ahnung haben, immer noch meinen, ich bin übrigens schieß mich tot und ich kann Twitch ja befeuern mit was ich will. Weil ich ja Partner bin und was auch immer, Partner hat einen anderen Bitraten und so weiter, alles ihr Glaube und ist ein riesiger einfach nur Unwissenheitsgelaber. Ganz schlimme Nummer eigentlich. Du kannst bei Twitch gerne andere Bitraten reinfeuern, das wird damit als Quelle angegeben zum Beispiel. Aber Twitch sagt ganz klar, das supporten wir gar nicht. Also wenn es zu Fehlern kommt in der Stream und so weiter, ist das dein Problem und wir können dir da auch nicht helfen. Genauso wie andere Auflösungen. So alles, was über 1080p geht. Jetzt stelle ich mir folgende Frage. Was wird jetzt mehr gefeiert? Du oder dein Schnurres? Ich muss sagen, es ist ganz schön, dass ich nicht mehr so stark schwitze im Gesicht. Ohne Haare. Und jemand hat schon festgestellt, mit Schnörre sieht das immer aus, als wenn ich lachen würde. Auch wenn es nicht so aussieht. Keine Zeit, die Aussicht zu genießen. Und wenn ich noch ein bisschen schrumpfe, kann ich der nächste Asterix-Schauspieler werden. Ach, wir machen das einfach mit CGI und so weiter. Ich laufe einfach auf meinen Knien die ganze Zeit. Kann nur besser werden als die französische Version. Für ein Live-Action-Video wird das schon reichen. Obelix muss nur fetter und größer sein als ich, das schaffen wir schon. Ah, Hilfe! Je langsamer, desto knuspriger. Ich muss sagen, ich bin froh, dass mein Sub erst in 15 Tagen fällig ist. Jetzt sei doch nicht so. Du bist voll gerne Sub hier. Okay, jetzt muss ich zum Oscorp Tower. Mein Gott. Achso, jetzt haben wir einen Kreis gebildet. Wundervoll. Na, nicht Kreis, aber eine Verbindung. Das Spiel ist nicht langweilig. Das Problem ist einfach, dass die Forschungsstationsmissionen manchmal langweilig sind. Ist ja nur eine Sammelaufgabe. Aber ich will jetzt noch ein paar Sachen fertig machen, bevor ich die Story abschließe. Achso, ich muss zum Oscorp Tower. Ganz falsch gegangen. Richtig, für jeden Sub lasse ich einen Quadratzentimeter mehr Bart stehen. Ich glaube, ich muss kleiner gehen. Mit vielen Quadratzentimeter.
Vor allem bleibt Spider-Man selbst in dieser Situation immer noch wunderschön. So, und ich hoffe, ihr habt alle gesehen, dass im Westen nichts Neues neu verfilmt wird von Netflix und ein Trailer rausgekommen ist. Ich muss sie von den Satelliten weg und aufeinander ausrichten. Wir gucken das alles. Geschafft! Die Spinne spinnt ein Datennetz. Jeder Sapp ein Bart hat. Die werden auf Oscorp-Server übertragen. Harrys Arbeit ist sicher. Und ich kann ins Trockene. Von den anderen habe ich genug. Ich habe einen neuen Artikel veröffentlicht. Oscorp hat bekannt gegeben, dass Harrys Forschungsstationen wichtige Daten liefern. Also finanzieren Sie sie. Das ist ein Scherz. Klasse. Könnten wir es nur Harry erzählen. Ich weiß. Ich kann nicht herausfinden, wo Sie ihn behandeln. Ich kann nicht mit den Beweisen konfrontieren, ohne den Einbruch zu gestehen. Nee, wo immer Harry auch ist, er erhält die beste Pflege. Was immer er getan hat, Norman liebt seinen Sohn. Und seine Mom wäre so stolz. Er hat sich für sie ins Zeug gelegt. Du hast auch dazu beigetragen. Du bist ein guter Freund. Du auch, MJ. Und wo immer Harry ist, er weiß das. Ich freue mich auf den Artikel. Ich bin vorhin erst online gekommen, weil ich Spider-Man unbedingt durchspielen will. Ich nix Französisch auch. Mein Französischlehrer hat gesagt, Elle, gib mir nur eine 4-, wenn ich dafür abwähle. Deshalb hört es bei Salut, Bonjour, Comment ça va, muss ich auch noch googeln die Tage. Was ja nur ist, wie geht's dir? Und ça va bien, merci, Etieu ist, glaube ich, wie geht's dir? Und ça va bien, merci ist, danke, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Was der Philly geschrien hat, glaube ich. Gute Nacht, Ramsi. Schlaf gut. Ja, Sacre Bleu habe ich auch schon mal gehört. Und natürlich Mörde. Aber Mörde ist das einzige französische Wort, weil ich auch überall in jedem Film erkenne. Ihr müsst euch vorstellen, ich sitze einfach irgendwo und dann sagt jemand im Film Mörde. Und dann sage ich, das heißt Scheiße. Das ist Französisch, das heißt Scheiße. Gute Nacht. Nein, das Moment, das heißt nicht verdammt. Ach, es heißt doch verdammt. Nein, es heißt auch Scheiße. Verdammt sagen, dann sagt man dann nur, wenn Kinder in der Nähe sind. Ah, Scheiße. Ich muss hier konzentriert sein, kurz. Ich kann jetzt nicht über Scheiße und verdammt nachdenken. Können das Sie wird eh sehen, einer in den Kommentaren schreiben am Ende. Gute Nacht, Trottel. Aber mein Französischlehrer war auch noch so einer. Ich kann mich bis heute daran erinnern. Es war ein korpulenter Mensch. Und er hat ständig von seinen Privatflügen als Pilot gesprochen. Du saßt da und der sollte Französisch dir beibringen, dann war der dran. Ja, ich habe ja meine Propellermaschine X bla 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 und ich bin ja mal nach Frankreich geflogen und bla und... Und ich darf ja niemandem in so einer Pilotenbar erzählen, dass ich eigentlich Lehrer bin. Weil die sagen sich, was für ein Unsinn. Pilot und Lehrer, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Naja, als wenn es keine Pilotenlehrer geben würde. Sie sind so süß, wenn sie schlafen.
nicht nach unten. Ich wollte den oben. Oh mein Gott. Ich muss schnell und leise sein. Schlaf schön. Wo lernt man sonst fliegen? Wenn sie mich sehen, ist die Geisel tot. Das war auch einfach ein Lehrer. Bei dem hast du gemerkt, der will kein Lehrer sein. An sich aber ist der erste Vorgeschmack darauf, wie Fahrlehrer später sind. Der sollte mir irgendwas beibringen, hat die ganze Zeit aber nur Geschichten getrellert. In der Theorie. Was soll das? Wo willst du hin? Hat dich überrascht, was? Also es wird keine gute Zeit, aber Hauptsache es ist abgeschlossen. Könnt ihr euch mal trennen, bitte? Danke. Dann ist die Sache wenigstens abgeschlossen. Die Frage wäre natürlich, warum könnt ihr alle noch nicht schlafen? Also bei mir weiß ich, dass das meine Nase einfach zu ist und ich deshalb nicht schlafen kann. Und jetzt auch noch aufgrund, dass ja mein Immunsystem nicht perfekt ist, habe ich ja schon wieder Schmerzen in der Unterlippe da, wodurch ich da ein Herpesbläschen kriege. Und ich kriege immer an dieser einen Stelle ein Herpesbläschen. Natürlich ist genau in diesem Moment wieder diese Herpessalbe nicht mehr verfügbar. Also beziehungsweise ist meine alle. Also muss ich neue kaufen. Da war natürlich schon 19 Uhr, als das angefangen hat, weh zu tun. Ihr habt alle Urlaub, das ist schön. Ich hatte ja auch 3 Tage so gesehen Urlaub durch Krankheit. Aber meine ganzen Gamescom-Sachen übrigens sind eigentlich für den Arsch übrigens, was ich da, sag ich mal, für Material gesammelt habe und so. Weil inzwischen ist das ja von jedem anderen schon verarbeitet und ich habe einfach nichts gebacken gekriegt. Traumhaft, oder? Also ich habe trotzdem noch so ein paar Eisen, wo ich gesehen habe, da hat keiner drüber berichtet. Wo sich das noch lohnt. Weil es anscheinend so abseits war. Was für ein Schreck. Ist das nicht wieder so ein bisschen fuchsig gemacht hat nach der Gamescom? Hab eine! Ups. Dass dann Leute wieder geschrieben haben, so, oh ja, es gab ja nichts zu tun auf der Gamescom. Also so gesehen, ich mach's mal im O-Ton, es gab ja nichts zu tun auf der Gamescom. Deshalb habe ich zum ersten Mal wirklich mich mit Indie-Spielen jetzt auseinandergesetzt. Und das will ich jetzt in Zukunft viel häufiger machen.
weil es ja eigentlich gar nichts zu tun gibt sonst. Ist mir aufgefallen. Jetzt schreibt mir doch mal alle bitte, was die besten und doch die geheimsten Indie-Titel sind, die man so zeigen kann. Und denkst einfach so, ist das nicht dein Job, Spiele zu finden und dann den Leuten vorzustellen? Manchmal? Das ist die Sache, die ich mich immer dann so gefragt habe. Ja, verdammt. Ich habe keine Zeit mehr. 10 Sekunden! Jetzt kriege ich die Drohne! Mann, ich bin zu langsam! Nein! 1 Sekunde! Tut mir leid, aber ich habe das Gefühl, das ist so eine Fähigkeit, wo ich sehr gut dran bin. Also den Markt zu sichten. Um mich mit solchen Themen zu befassen. Und weg. Wenn Games da dran ist, das ist der super Geheimtipp aus Schieß mich tot. Den verfolge ich dann schon 3 Monate. Gute Besserung, Pixel. Nee, ich kann mich nicht umdrehen. Sendeschluss. Da merke ich gerade, wie Schleim aus meiner Nase nach hinten in den Rachen rutscht. Und sich gerne in meiner Speiseröhre hinunter bewegen will. Aber das will ich nicht. Schnell jetzt! Die Drohne wird langsamer. Hätte besser sein können. Ja, ich war jetzt nur darauf aus, dass es fertig ist. Das Sable Außenposten, nein. Weil der voll abfuckt ist. Danke dir, dass ich finde. Ich arbeite zum Beispiel an deinem Kanal gut, dass du auch Nische-Titel zeigst. Ja. Und das will ich ja auch wieder fokussieren, so früher. Also muss man sagen, auf Hitbox habe ich sehr viel Indie gezeigt. Und da hatten wir noch eine Indie-Night. Und das können wir, und das will ich ja gerne wieder machen und auch mit den Entwicklern zusammen. Und habe da auf der Gamescom mit vielen Leuten gesprochen. Das hat jetzt alles wieder ein bisschen verzögert, weil ich ja krank war. Und wenn ich krank bin, kann ich auch schlecht arbeiten oder, sag ich mal, viel rumhantieren und Leute anschreiben und Sachen vorbereiten. Sich hinzusetzen und dann Spiele fertig zu spielen. Das geht natürlich dann einfacher. Aber mir jetzt vorzustellen, dass ich jetzt irgendwie mich verabrede mit einem Entwickler und sage, ja, wir präsentieren dein Spiel heute Abend. Ist da ein bisschen schwieriger. Aber da kommt demnächst auch wieder, sag ich mal, einiges auf uns zu. Das sei so traurig. Ich habe eigentlich, glaube ich, 3-4 Titel, sag ich mal, im Preview-Status. Und ich komme gar nicht dazu. Weil ich da manchmal doch ein Blockbuster spiele. Mit ein bisschen Story. Weil es einfach ein Spiel ist, wo ich dann im Nachgang denke, okay, wenn ich Spider-Man nicht gespielt hätte, hätte ich was verpasst. Nö, ich habe keinen anderen Job. Das ist mein Job. Das ist mein angemeldetes Gewerbe, wofür ich jedes Jahr dämlich Steuern zahle an den Staat. Und ohne Steuern könnte ich mir eine Yacht leisten. Eine kleine.
ja, man sollte sich nicht täuschen lassen von jetzigen Zuschauern, weil ich vorhin erst angefangen habe und Spider-Man ist ein Prestige-Spiel. Dafür habe ich aber gar nicht die Zuschauer. Weil die Leute sich für Spider-Man eh nicht interessieren bei mir auf dem Kanal. Aber es gibt einfach Spiele, da habe ich einfach Bock drauf. Ein Burp ist ja immer noch hier. Was ist los? Kannst nicht schlafen. Hast du nicht selbst zu streamen? Hat doch nie Zeit, andere Streamer zu gucken. Gut, aber ich kann's besser. Ach, das kenne ich. Das ist übrigens auch die einzige Situation, wo ich mal einen anderen Stream anhabe, wenn ich Thumbnails mache. Da habe ich nämlich entweder bei Netflix irgendwas. Oder. Oder ich habe wirklich einfach einen Streamlauf von jemandem. Aber Glück, da ich heute so gesprächig bin, obwohl ich Halsschmerzen habe. Du hast auch einen Job bei Steam. Machst du das noch? Moment, ich hatte keinen Job bei Steam. Ich hatte einen Job bei Games Planet und habe für die gearbeitet ein Jahr lang. Das ist auch der Grund, warum Games Planet nicht mehr mein Keyseller sein kann. Beziehungsweise das Geile ist, ich treffe immer Leute, die sagen, ja, möchtest du nicht Games Planet als Partner haben? Also aus dem internationalen Bereich. Wo dann wirklich die Sache ist, wo ich sage, nee, ich habe mal für die gearbeitet, das geht nicht, wir haben uns nicht im Guten getrennt. Und dann heißt es dann direkt, ja, mit wem wird es nicht im Guten in Deutschland, ist egal, wir gehen über England, über die Chefs von denen. Und denkst dann so, nee, das willst du ja auch nicht. Du musst ja trotzdem mit dem Deutschen, sag ich mal, ihm arbeiten. Ist schon ein paar Mal passiert. Ich finde auch die gut, Dämonen erledigen, bevor ich Leans Labor wie Games Planet mit den, Leuten arbeitet. Träum süß. Aber bei uns ist einfach das Problem. Mein Arbeitsvertrag, da wurde halt nicht vernünftig erfüllt von beiden Seiten. Achso, Empfehlung von der. Es gibt die Kurator-Seite, aber es ist ja kein Arbeiten für Steam. So, was wollte ich noch sagen? Ohne jetzt zu viel zu verraten. Ich kann sagen, warum es ein bisschen schwierig war. Also, wir haben unter anderen Vertragsbedingungen den Vertrag geschlossen. So, dass ich Angestellter war von Games Planet. Beziehungsweise der Videofutzig von denen. Und dazu kam noch, dann kam nämlich die Sache, ich war ja Affiliate-Partner von Gamesplay und habe ja mit denen auch so Partnersachen gemacht, mit Sale-Code und so weiter. Hat aber Gamesplay damals dann gesagt, ja, nö, du bist ja Angestellter bei uns, da gibt's kein Affiliate mehr. Deshalb war mein Affiliate, obwohl ich gepartnert war von denen, auf Null gesetzt. Also jeder Verkauf, der über mein Affiliate ging damals bei Gamesplay, war einfach auf 0%. Also die haben, ich habe umsonst Verkäufe vermittelt, habe von denen dann, sag ich mal, ein kleines Gehalt kassiert, weil es war ja auch kein Vollzeitjob. Die regeln gar nichts mehr. Und da haben sie sich gewundert, warum ich das später scheiße fand. Oder warum ich gesagt habe, als ich das, also gesagt habe, okay, wir gehen auseinander mit dem Job, das funktioniert so nicht. Warum ich dann gesagt habe, ja, nee, dann gehe ich aber aus Partnerschaft raus, weil... keinen Bock darauf. Also ich habe jetzt euch ein Jahr, sag ich mal, kostenlos Verkäufe vermittelt. Gehalt hin oder her. Das ist eine Eigenleistung, die noch separat läuft. Und das fand damals der deutsche Boss dann nicht so toll. Wobei ich das sehr nachvollziehbar fand. Die Dämonen haben Sable voll erwischt. Sie ist auf dem Kriegspfad. Aber es waren viele Sachen falsch gelaufen. Zum Beispiel haben wir ausgemacht, dass ich keinen Videocontent produziere, der meinen eigenen, also meinen eigenen Kanal kannibalisieren würde, zum Beispiel. Damals festgemacht untereinander. Haben sie sich auch nicht dran gehalten. Deshalb, das war von Anfang an auf ein Scheitern aus. Leider. Weil ich habe gerne, mit ein paar Leuten habe ich gern gearbeitet. Ihr glaubt, ich hätte eure Männer getötet? Das soll wohl ein Witz sein!
Ich glaube, mit dem Tom damals, der ist auch immer noch da. Mit dem habe ich mich sehr gut verstanden. Ja, auf der Gamescom viel mit dem Abgang immer. Oh, wieder zu viele Raketen auf einmal. Ich muss mich beeilen und reingehen. Einzel sind die Kerle einfacher zu erwischen. Echt? Sable doch nur ein Einsehen hätte. Wir sollten im gleichen Team spielen. Mir wurde mal gesagt, man sollte auf keinen Fall direkt in der Gaming-Branche fallen. Ja, außer du kannst halt dich mit dem Produkt komplett identifizieren. Und dafür sage ich mal, dass ich sagen würde damals, ja, ich gebe meinen Kanal auf. Und mache nur für euch den ganzen Kram. Dafür haben die mir zu wenig gezahlt. Das hatte dafür auch keine Perspektive. Ich hätte auch nicht überleben können von dem Gehalt. Das war dahingestellt. Scheiße. Bin so unkonzentriert. Da die meisten Leute, die mir zugucken, keine Kids sind, wäre das überhaupt nicht schwierig. Vor allem gibt es viele Leute, die bedeutend älter sind als ich und trotzdem hier mit Geld verdienen. Und da ich eine volle Ausbildung habe, nicht auf den Kopf gefallen bin und sehr fit bin in vielen Bereichen, sehe ich auch keinerlei Probleme damit, irgendwas anderes mal zu machen. Also wenn ich mich heute entscheide, das hier nicht mehr zu machen, würde ich dir sagen, in der Woche könnte ich woanders arbeiten. Ich wollte jetzt auch nicht zu viel. Dann ist auch die Frage, ob die Perspektive hast, schwierig. Richtig. Als Ausweicher nehme ich Fortnite als Streaming. Es gibt's doch nicht. Oh, jetzt wurde ich wieder von den Granaten getroffen. Außerhalb der Branche. Ich habe vorher 10 Jahre außerhalb der Branche gearbeitet, habe noch gar kein Problem mit. Natürlich nicht, wenn ich diesen Bart trage gerade. Aber der würde ja wieder weggehen. Der Schnurrbart sagt doch schon, was seine Perspektiven sind. Richtig. Ich mache mir es jetzt hier ein bisschen einfacher. Eine gute Pornhub-Karriere, ey. Das ist das einzig Wahre. Sollte ich mich auch einfach nicht mehr von meiner Angst kontrollieren lassen und mal alles machen von dem Shit, auf den ich Bock habe. Dann bremse ich mich auch selbst nicht mehr so aus. Sobald es mal besser läuft. Weil ich muss euch immer sagen, eigentlich sobald es besser läuft, mache ich automatisch weniger. Wahrscheinlich ein bisschen aus Angst heraus. Oh.
kann ja auch Genderbeauftragter werden irgendwo. Dämonen und Sable erledigt. Ab nach drinnen zu Lee. Warum bist du so schwer? Ich muss jetzt nicht irgendeine Taste drücken, weil ich gerade den Controller nicht halte. Du zerstörst meine Ausrüstung, kostest meinen Kunden Millionen. Gib mir einen Grund, warum ich dich nicht umlegen soll. Okay, wir mögen einander nicht sonderlich. Aber Lee hat deinen Kunden da drin im Gebäude. Und er bringt ihn um, wenn wir nichts dagegen tun. Wir können gegeneinander kämpfen oder gegen Lee. Aber nicht beides. Sind wir uns einig? Du hilfst mir, Norman zu retten. Und danach keine Versprechen. Okay, gut. Lee ist außer Kontrolle. Oh. Rette du Osborn. Ich rede mit ihnen. Oh. Wir sind gut.